Er könnte in Görlitz am 16. Juni zum ersten AfD-Oberbürgermeister in Deutschland gewählt werden, Sebastian Wippel. Den ersten Wahlgang im Mai gewann Wippel vor dem amtierenden CDU-Bürgermeister Octavian Ursu. Und er warnt vor dem AfD-Mann, Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer. Viele Menschen unterschätzen die Radikalität der AfD. Görlitz hat große Chancen, die AfD wird sie niemals nutzen, so der in Görlitz geborene CDUler zur Thüringer Allgemeinen. Kretschmer beklagt Negativdebatten, die zum Erfolg der AfD im Osten beitrügen. Man würde nur über Ängste und darüber reden, was möglicherweise in der Vergangenheit nicht geklappt hat. Klappen tut's in Sachsen zurzeit jedenfalls für die AfD. Im Görlitzer Stadtrat stellt sie bereits die stärkste Fraktion. Und in einer Wahlumfrage für den Landtag war sie jetzt zum ersten Mal stärkste Partei vor der CDU. Im September wählt der Freistaat.